Hallo, ihr lustigen Menschen da draußen und herzlich willkommen hier zurück bei Master of Orion, Conquer the Stars mit den Sakra. Und ich guck mal gerade eben hier auf bei Goy, was wir da noch machen können. Zum Beispiel jetzt mal hier die den Weltraumhafen. Ja, den halte ich für sinnvoll. Mehr Geld für uns alle. Und ich habe irgendwo noch Schiffe, die hier rumjuckeln. Ah, die sind jetzt hier angekommen. Ja, dann nehmt doch mal hier diese Position ein und haltet sie. Die geben uns die Power-Rüstung für die Alien-Verwaltungszentrale. Die wollen, glaube ich, die Alkari versklaven. Das ist etwas, was ich definitiv unterstützen kann. Ich bin übrigens gerade total begeistert dafür, dass wir eigentlich einen fetten Malus haben auf Diplomatie. Machen wir wahnsinnig viel Diplomatie. Und für das auch noch mit Erfolg. Die kommen von alleine zu uns, weil die Alkari so dumm sind. Das ist unglaublich eigentlich, wenn man darüber nachdenkt. So, Sla hat wieder ein Dingenskirchens gebaut. Das ist schön. Dann machen wir jetzt erstmal hier wieder diesen Weltraumhafen auch hier. Und spreaden uns weiter hier in der Galaxis. Ja, das Dunkelquarz ist hier so episch, das möchte ich haben. Ich möchte Pindarma haben. Danach können wir diese Planeten hier in Angriff nehmen. Und vielleicht einen Weg finden, wie wir mit diesen toxischen Planeten klarkommen. Was machen wir hier? Wie lange braucht ihr noch, bis ihr ein Level abbekommt? In einer Runde schon. Ja, dann wird es wahrscheinlich bald Zeit, dass wir das in der Richtung machen. Das ist okay so. Wie sieht es eigentlich hier in Corvus aus? 7 Runden. Passt doch! Das funktioniert doch super. Corvus ist bald kein... ich hoffe wirklich, dass das ein Tundra-Planet wird, weil die Tundra-Planeten sind, glaube ich, die zu Sumpfplaneten werden. Was ist das hier? Boah, ja, ist immer noch Tundra. Ah, die machen immer noch das da. Okay. Och. Die Menschen haben Sol-1-Mission fehlgeschlagen. War so klar. Wir schaffen es nicht mal, die Cyberkriminalität zu... Ach ja... Ist doch schön, nicht wahr? Das Problem ist, dass ich eigentlich niemanden anderes wirklich infiltrieren will, weil bei den Menschen habe ich überhaupt keinen Grund, das zu tun. Oh, guckt euch das mal an. Guckt euch das mal an. Was steht denn da so rum? 68, 947. Okay, also ich glaube... dass die Alkari das hier verhindern werden. Was haben sie denn da noch? Ein Kolonieschiff und auch ein paar andere Sachen. Truppentransporter, Speer. Ich glaube nicht, dass da die Alkari unterliegen werden hier in dieser Schlacht. Aber wir werden es wahrscheinlich bald sehen. Ja, da ziehen sie sich auch schon zurück. Das sehen wir jetzt auch schon nicht mehr, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass die Schlacht stattgefunden hat. Das ist gerade so außerhalb der Reichweite unserer Scanner. Was unfassbar schade ist. So, wenn der hier fertig ist, fliege ich hoch nach Hashtur und baue hier so ein Beacon hin. Einfach nur, weil ich wissen will, was da oben abgeht. Hey, cool, das mache ich definitiv mit dem Mensch. Ich gebe ihm die Pulsumrakete und er gibt uns die Panzerkaserne. Excellent. It's a pleasure doing business with you. Wie gesagt, mit den Menschen halte ich mir warm bis zum bitteren Ende. So, Bevölkerungswachstum klingt ab auf Corvus. Tja, es ist nicht nur diese eine Sakra-Kolonie, die unkontrolliert wächst. Wobei, es ist kein unkontrolliertes Wachstum. Es ist schon ein sehr kontrolliertes Wachstum. Aber es ist sehr, sehr heftig, was wir hier durchziehen. So... Panzerkaserne, hier haben wir sie ja, aber ich möchte sie noch nicht. So, Weltraumhafen wird jetzt hier gebaut. Das dauert allerdings eine Weile. Ja gut, können wir nichts machen. Ist halt so. Dafür bringt es halt auch am Ende ordentlich Knete. So,
ich möchte definitiv, dass jetzt hier mal ein bisschen schneller gefruchtbart wird. Denn immerhin können hier, obwohl er unfruchtbar ist, 11 Leute drauf leben, ne? Also das möchte ich jetzt auch natürlich erlebt haben. Deswegen machen wir jetzt auch die Pilzfarmen. Auf lange Sicht definitiv eine gute Idee. So, ja, können wir gleich weitermachen. Gucken wir mal, wie sieht's da oben aus? Hallo Alkari, Kolonieschiff. Da hat er... Er zieht jetzt gerade eben wirklich ganz, ganz massiv Truppen hoch. Und wir haben die Robobergarbeiter. Wir haben nur die Robobergarbeiter. Nur! Moment. Dinge, die ich gesehen haben muss, um sie zu glauben. Ach so. Wir haben wir haben beides schon durch Handel gekriegt. Ah, das ist ja lustig. Ja gut, dann machen wir jetzt hier die Planetologie. Dann hat sich die Sache hier auch schon erledigt. Die Sachen, die am schnellsten gehen, vorgezogen. So, hier haben wir jetzt eine Luxussituation. Keiner mehr, der streikt. Und wir könnten ernsthaft darüber nachdenken, hier zu terraformen. Aber die Robobergarbeiter sind so gut. Die möchte ich definitiv vorher gemacht haben. Und ich sollte echt darüber nachdenken, auch diesen Planeten hier früher oder später zu besiedeln, weil so schlecht ist der nicht. Der hat immerhin Artefakte und ist ergiebig. Tja, Wüstenplanet. Scheiße, keine Tundra. Wird also ein Trockener. Ja gut, man kann nicht alles haben. Zack, hoch mit dir. In 6 Runden geht's da weiter. Dann... Pilzfarmen wären jetzt natürlich nochmal interessant. Ja. Wir haben wieder einen Spion ins La. Boah, irgendwann mal muss das doch mal klappen. Ich schicke jetzt echt mal mehrere Spione da hoch. Ich schicke... Ach, ich kann ja gar nicht mehrere auf einen Ort setzen. Irgendwann muss doch mal ein Spion irgendetwas geschissen bekommen. Gewerkschaftsinfiltrieren. Ja, wir probieren es nochmal. Ich bin da ja stumpf. Es ist ja nicht so, dass ich es nicht schon 1000 Mal probiert hätte. Wahrscheinlich muss man Darlok sein, dass das funktioniert. So, Schiffilein ist angekommen. Dann besiedeln wir jetzt da unten diesen Planeten und erweitern unser Reich nochmal um ein weiteres Sonnensystem. Oh, ich liebe diese Canyon-Ansicht. Vor allem, weil es so suggeriert, na, hier gibt es halt überall auch noch so ein bisschen Buschbewuchs. Das heißt, potenzielle Nahrung auf diesem Planeten definitiv vorhanden. Und immerhin sind die ersten... Oh, das ist so geil, dass der groß ist und dunkles Quarz. Das ist so herrlich. Produktion 5, weil Ressourcen. Oh, von Haus aus schon 2, ne? Das Dunkelquarz ist einfach so einfach mal so geschenkt da. Das ist super. So, deswegen machen wir das jetzt in dem Fall tatsächlich so. Zack. Können es einfach so machen. Dann haben wir nämlich in der nächsten Runde 4 in der Produktion. Und das ist ein guter Start. So, machen wir hier auch mal die Robobergarbeiter. Auch einer unserer wichtigen Hauptstädte, also Hauptproduktionsstätten, Sla 1, Goi genauso. Da muss jetzt auch der Robobergarbeiter her. Unser Hauptflottenstützpunkt, beziehungsweise ja, Produktionsstützpunkt. Moment, habe ich irgendwo eine bedrohliche Flotte? Der schon wieder. Der schon wieder. Ja, hier ist halt auch nicht zu. Ich habe da immer noch nicht zumachen können. Dinge, die ich doof finde. Flieg doch mal da hoch. Muss ja nicht sein, dass er da rumjuckelt, ne? Er haut schon ab. Okay, irgendwas ist gerade kaputt gegangen. Ich weiß nicht, was es war, aber wenn Dinge explodieren, ist das selten gut. So, jetzt haben wir Produktion 4. Das ist super duper. Und wir sehen, wie schnell die Sachen jetzt hier gebaut werden. 15 Runden. Oder 9. Ja, dann ist das hier besser so. Beide Sachen parallel ist besser. Ein Mathematiker könnte euch das erläutern. Ich bin keiner.
So, Handelsabkommen mit den Klakonen sind mal abgelaufen. Gucken wir uns mal die Flotte hier von den Jungs an. 3 Zerstörer. Oh, jetzt fängt an, hier richtig Zerstörer rauszukloppen. Ja, die Flotte der Alkari ist jetzt gerade eben nicht mal klein. Wir sollten das im Hinterkopf behalten. 29 Runden für Terraforming. Wir haben so viel Geld, dass ich mir das jetzt hier leisten kann. Und dafür eine Runde mal richtig hardcore nochmal Forschung produziere. So. Ja, alles Dinge, die sein müssen, auch auf Audax. Wobei, auf Audax könnten wir eigentlich sogar vorher noch auf die Pilzfarm gehen. Aber das Schöne ist, dass der jetzt halt nur noch unfruchtbar ist, ne? Und nicht mehr verstrahlt. So, das Leben hier ist doch gleich schon viel schöner. Jetzt, wo dieser komische grüne Schild da oben ist und der ganz, die ganze Nacht brummt. Muss man sich mal vorstellen, ne? Du guckst nach oben und siehst da oben so dieses, nicht mehr so unbedingt Wolken. Also du siehst zwar die Wolken, aber über den Wolken hast du dann so dieses Kraftfeld, so dieses wabernde Energiedingens da. Wie so eine Decke. Das muss vor allem krass sein, wenn du so aufwächst und nichts anderes kennst. Du bist zum ersten Mal auf einem Planeten, der sowas nicht hat, da kriegst du, glaube ich, echt Angst. Weil der Himmel auf den Kopf fallen kann. Oh Gott, schon wieder so ein komischer Alkari-Spion töten. Sehr gut. Dann haben wir jetzt hier noch bessere Produktion. Runter mit denen hier wieder. 10 Runden für die Robobergarbeiter. Für 1440 bin ich jetzt ehrlich gesagt zu geizig. Das lasse ich sie jetzt tatsächlich produzieren. So, Alter, ihr hat Daten beschafft. Machen wir die Diplomatie. Vielleicht klappt ja die Diplomatie. Vielleicht, man weiß es ja nicht, ne? Man muss ja. Moment. Ja, ich gebe jetzt doch nicht so viel Geld aus. Also ganz im Ernst. Warum hatten wir nochmal die Optronic Computer da drin? Das muss doch nicht sein. Das muss doch nicht sein. Wir haben momentan überhaupt keinen Grund, die Dinger da drin zu haben. Beim Kreuzer kann er drin sein, haben wir noch. Was ist denn das? Ach, den müssen wir sowieso erstmal aufwerten zum nächsten Level. Ja gut, passt. Soll passen. Wupp, wupp. Keine Ahnung, warum das tun muss. Wahrscheinlich einfach nur so pauschal. Drüber gucken, TÜV-Abnahme. Das war gerade TÜV. Das war aber ein günstiger TÜV. So, lass dich mal hier reparieren, du komisches Ding. Das fliegt das Schifflchen dahin. Macht hier auch noch zu. Kann ja wohl nicht angehen. Dass hier alle ständig bei uns reingucken. Und das ohne Eintritt zu zahlen. So, was wollen wir denn jetzt hier? Klonzentrum wäre doch mal eine Option, oder? Ich bin für ein Klonzentrum zu haben. Auf Imra haben wir. Puh, Landwirtschaft, ehrlich gesagt, nein. Ich mache hier auch nochmal Gewerkschaft. Oder nee, Cyber. Doch, Cyberkriminalität. Mission starten. Alles noch ein bisschen wahllos, aber es macht ja eh keinen Unterschied. Ihr überrascht mich alle. Ihr wollt alle mit mir nicht Angriffspakt. Schön. Dann rede ich doch gleich nochmal mit ihm, wenn er so ein netter Echsenfreund ist. Offene Grenzen mache ich mit dir nicht. Habe ich schon Handel? Geschäft bereits abgeschlossen. Ja gut, dann Tschüssikowski. Corvus ist gewachsen. Es streikt gar heftig. Das ist doof. Das ist doof. Nein, wir machen das so. Weil dann müssen wir jetzt. Moment, wir können die Marinekaserne theoretisch vorziehen. Wörtlich. Dann streikt er nämlich höchstwahrscheinlich nicht mehr.
So, und wir haben Gasriesenverdichtung und künstliche Planetenherstellung erforscht. Was wollen wir als nächstes? Gravitationserzeuger. Es gibt einige Planeten, die wir jetzt in Aussicht haben, wo das absolut sinnvoll wäre, das zu besitzen. Oh, das ist unser bester Planet eigentlich, ne? Wow! Ist ja der Wahnsinn. Wie viele kann ich da wegnehmen? Ah, nicht so viele. Aber das reicht. In der nächsten Runde ist schon mal einer da. Dann bauen wir hier sofort das Klonzentrum. Dann sind die hier noch schneller voll. Ist das herrlich hier. Hier wird es auch schon gestreikt. Gott, sind wir viele. Ich muss demnächst mal gucken, wie viele wir eigentlich sind. Aber es muss affig sein, wie viele wir sind. Sternenbasis könnten wir eigentlich auch demnächst mal hier bauen. Naja, mit Betonung auf demnächst. Erstmal eine Marinekaserne. Macht auch nicht so den Riesenunterschied. Neutronenbeschleuniger, Klonzentrum. Baut mal das Klonzentrum. Mission fehlgeschlagen. War so klar. Gewerkschaft infiltrieren. Schon in Runde 2. Verkackt. Ja, kein Wunder. Wer so hässlich ist, der fällt halt auch auf unter lauter Vögeln, ne? wir haben 98. 98 Bevölkerung. Das ist stark. Tja, unsere Taktik scheint aufzugehen weitgehend. Um den Weltraumhafen. Und wenn wir mit dem Weltraumhafen fertig sind, machen wir hier mal Terraforming. Ich möchte jetzt auch Borea 3 terraformen. Und Borea 2 ist auch bald dran. Ah, Virius wurde von den Menschen besiedelt. Okay. Dann haben wir hier wieder ein Sla fertig. Und in Sla mache ich jetzt wieder ein Kolonieschiff. That's the plan. Weil hier gibt es noch einige Planeten, die noch unbebaut sind. Was will ich jetzt hier machen? Eigentlich müssen wir mal wieder Schiffe machen, ne? Fregatte und Zerstörer. Fregatte und Zerstörer. Die müssen wir auch mal wieder bauen. Warte mal. 8, 10, 12 mal 2 sind 24. Das geht gerade noch rein. Man muss ja aufpassen, ne? So, die sind jetzt auch schon fast fertig. Hoch mit euch. Dass ihr zu den anderen Schiffen kommt. Pliniorea. Ja, ist gut, ist gut, ist gut. Was können wir denn hier noch bauen? Klonzentrum brauche ich eigentlich nicht. Aber ich möchte ja definitiv die Robobergarbeiter. Ja, die Planeten müssen jetzt alle sozusagen aufgerüstet werden, dass sie auch ordentlich Schiffe rausklotzen können. Moment, genau der hier kam jetzt dazu. Drei Runden, bis der nächste da ist. Kann ich das auf zwei runterziehen? Jawollo. Und dann machen wir es ja auch die Robobergarbeiter. Denn die Gaia-Transformation wird kommen, meine Freunde. Sie wird kommen irgendwann. Ach, shit. Sind wir schon an dem Punkt. Zack. Ja, wird's halt einmal wieder gekauft. Wir haben auch affig viel Geld. Kann man sich leisten. Wenn man so reich ist wie wir, kann man sich das leisten. So, hi. Seht euch das mal an, ne? Es sind alle fünf hier fröhlich am Werkeln. Und das noch ohne hydroponische Farm oder dergleichen. Und weil ich das hier so schnell wie möglich hochgezogen haben will, gebe ich jetzt auch mal wieder Geld aus. Wir haben das Handelsabkommen mit den Menschen wieder fertig und mit den Terranern. Okay, aber darum kümmern wir uns beim nächsten Mal, liebe Leute. Ich wünsche euch was, vor allem eine schöne Zeit. Macht's gut, bis dann. Tschüss und ade.